Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge heute am Samstag. Ja, wie der ein oder andere gerade sieht, wir sind nicht mehr im LS, wir sind in Ark. Und zwar auf der Map Lost Island. Ich habe da schon mal ein bisschen was, wie man so schön sagt, vorbereitet. Ja. Hier, was gibt Schöneres, so aufzuwachen? Also, läuft alles. So, das ist meine Butze. Das Ding hier ist eigentlich überflüssig, aber wir lassen es mal drin. So, ich habe das mal ganz anders gebaut. Und zwar, wenn man reinkommt, na, einen so einen kleinen Pillar. Dann hier ein Pillar. Eine Decke und dann hier oben noch ein Stockwerk quasi drauf gemacht. Hier Zäune hingemacht, dass man da nicht hingeht. Dass es auch ein schöner Abschluss ist, ne, im Großen und Ganzen. So, und das hier ist quasi mein Zuhause. Da Lost Island ja eine... Ja, wie sage ich es höflich, verdammt große Map ist, werden wir jetzt mal langsam hergehen müssen und werden uns mal ein vernünftiges Flugtier zähmen müssen, weil sonst funktioniert es nämlich alles nicht. Aber wir werden jetzt erstmal... Alter, hier kommen aber ein Haufen Drops runter, ey. Das ist ja der Hammer. So, wo müssen wir hin? Weil ich hab etwas vor. Ich möchte etwas zähmen, was ich vorher noch nicht gezähmt habe. Also das wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr langer Flug. Da unten ist ein Hirsch. Hirsche. Megapithecus. Ne, Giganto. Irgendwas. Agatina. Ach, genau. Da. Die Affen. Also das ist schon mal ein Teil, den ich gerne zähmen würde. Oder eine Sache, die ich gerne zähmen würde. Weil den... Alter, wo kommt denn der her? Der fällt halt einfach vom Himmel. Ja, warum nicht? Also hier, dieses Affenrudel, ne? Ich verstehe aber nicht, wer der Alpha ist von dem Ganzen. Weil da muss ein Alpha muss da dabei sein. Und die kloppen halt alles weg, ne? Also hier der 320er Kano. Ja, der... Zapp, das war's. Also die sind halt... so massiv OP, die Viecher, ne? Also... Ja, und... Was wollte ich noch? Seid ihr da? Habe ich euch dabei? Ja. Alter, jetzt ist... Ist das jetzt nur hier? Ist nur da oben so dunkel? Rex. Ah, genau, da läuft er. So, wieso sind die denn alle so hoch? Das ist ja herrlich. Ja, toll. Sowas, ne? Naja. Also die haben eine Aggro-Range, das ist jenseits von Gut und Böse, die Viecher. Das ist mal... Okay. Okay. Kann man machen. Ja, aber...
Entschuldigung, musste mich kurz muten, sonst wäre euch das Trommelfell weggeflogen. Also wie gesagt, diese drei Sachen auf jeden Fall möchte ich auf jeden Fall zähmen. Der Kollege hier. Alter. Also sehr schön, sehr schön. Muss man sagen, was es hier für Tiere gibt. Und den da, den möchte ich, also, da habe ich mir ein Video heute angeguckt. Es ist unglaublich umständlich. Also, man braucht, was braucht man? Süßen Gemüsekuchen, Kibbel. Aber Kibbel ist, glaube ich, nur eine Option. Man kann das, glaube ich, auch mit normalen Food machen. Ja, Kibbel ist eigentlich nur eine Option. Aber halt die bessere. Also bei dem lohnt sich tatsächlich Kibbel herzustellen. Weil, wenn ihr euch das anguckt, viermal muss er, also auf dem Level braucht er vier Kibbel. Major Bären bräuchte er 47. Ich meine, gut, okay. Major Bären oder Mayo Bären oder wie es auch immer heißt, die gibt es in der Natur. Ne? Die gibt es hier in der Natur. Da fragt keiner nach. Was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Rüstungsschwächung, okay. Der macht den halt echt fertig, ne? Naja. Also, nur damit ihr das schon mal gesehen habt. Auf jeden Fall die Affen und die drei. Und das mit den Affen, das muss ich mir erst ganz normal auf jeden Fall erstmal zu Gemüte führen, weil ohne irgendwas mache ich das nicht. Beziehungsweise ich werde es erstmal testen und dann werde ich es nochmal mit euch machen. Das ist ja ein Babyaffe. Oh, ist ja süß. Ist es der Alpha? Nee. Ist die Mutter. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Prinzip von den Tieren nicht. Sako. Da sind immer ein Haufen Krokodile da, ne? Naja, gut. So steht der Plan, so ist der Plan. Ob er jetzt tatsächlich so umgesetzt wird, wie ich es gerade eben gesagt habe, wird sich dann noch zeigen, aber so ist er auf jeden Fall erst einmal geplant. Ne? Gut, also, dann. Geht's nach Hause? Heimat die echte. So. Das ist übrigens, also jeder, der mit Ark anfängt, sollte sich am Anfang einen Moshops holen. Ist meine Meinung. Aus dem einfachen Grund. Dieses Tier kann man ohne Sattel reiten und es farmt relativ gut. Also Bären extrem gut. Holz, naja. Es gibt deutlich bessere Farmer für Holz. Aber Stroh,
natürlich. Somit hat man dann auch Brennmaterial fürs Feuer. Aber diese Viecher, wenn man die richtig levelt, gehen die richtig ab. Na? Und wie gesagt, 783, ich hab die Difficult 16 Mod drauf. Deswegen haben die Tiere auch einen ziemlich krasse Level teilweise. Ja, genau. So, was ist hier los? Das läuft noch durch, da kann man nichts mehr produzieren. Okay. So. Dire Bear Sattel. Kommt hier rein. Und was braucht man hier für? Alter. Ja, die Fasern sind nicht das Problem. Leder? Hm? Metallbarren? Naja, könnte auch ein Problem geben, aber naja. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Gut. Dann schauen wir mal. So, gut. 100 Metallbarren. Ah, das hat 30. Wir nehmen das. Wir gehen auf Nummer sicher. Okay. Na gut, dann hat's halt jetzt nur für die Knifte erstmal gereicht. Dann kommt die aber erst einmal weg. Und wir holen uns auf jeden Fall. Also ich habe auch die Einstellung so eingestellt, dass ich relativ viel rausbekomme bei wenig Aufwand, damit ich einfach vorwärts komme. Bin ich ehrlich, sage ich so, wie es ist. So. Wieder ein Level abbekommen. Sehr schön. Jetzt holen wir erstmal diesen Vogel vom Himmel.
Wow. Was hat dieses Mistvieh mir jetzt geklaut? Keine Ahnung. Alter, ist das frustrierend. Verschieß meine ganzen 200 Pfeile nur, um diese eine Drecksmöwe da oben runter zu bekommen. Ich höre es jetzt schon, wie der Christophs Lachen anfängt. Oder das Heulen. Eins von beiden. Jawohl. Dürfte ich das nochmal sehen? Ich glaube, das muss ich mir dann nochmal angucken. Also wie das jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Aber okay. Na gut. Also, ab geht's. Wir brauchen Fleisch. Ab zur Nachbarinsel. Weil hier haben wir... Also ich glaube, ich habe auch die einzigste Insel erwischt, wo nichts los ist. Also wirklich nichts. Dafür ist hier umso mehr los. Es tut mir leid, es tut mir leid. Dir, ne? Aber auch wieder ein starkes Stego. 464. Eigentlich könnte ich angebohrt, ne? Aber naja. Ich war jung und brauchte das Fleisch. Komm her, Schildi. Ist für einen guten Zweck. Papa braucht Narkos. So, und ihr zwei. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Bleib hier.
Es ist so lustig, wie die Dodos da das abhauen. Hundertvierundvierzig. Nicht schön. Naja, gut. Wie viel haben wir denn? Naja, ich sag's mal so, besser als nix, ne? So, und jetzt noch ein paar Narcos farmen da drüben. Und dann müssen wir mal ins Holz machen gehen. Da war doch irgendwo ein Biber, oder haben sie den schon weggesnackt? Ach, da hinten ist er. Was braucht der? Major Bären. Weil ich brauche Holz. So. Naja, immerhin 13 Stück. Ich brauche eine Knifte und ich brauche Narcos. Was ich sogar noch mehr brauche, ist Metall. Und deswegen werde ich jetzt mal noch vier herstellen. So, mal kurz was getrunken. So, da war ja noch einer. Warte mal. Transfer Tool. Man auch das nochmal probieren. 6. So, also. Quelle. Nee. Riving Fortress. Okay. So. Holz. Ziel. Zap. Transfer.
Gut. Da ist dran. Da ist dran. Da ist dran. Da ist dran. Da ist drin. Alter, das vereinfacht ja alles so dermaßen. Das ist ja der Hammer. Zap. Man muss sich halt mit dem Ganzen erstmal so ein bisschen auseinandersetzen. Aber wenn man es dann mal gerafft hat, na, so wie hier. An, an, an. So. Wie heißt es so schön? Dann löppt der Lachs, ne? So, jetzt. Ziel. Auf jeden Fall. Wo habe ich denn meine Werkbank? Habe ich noch keine Werkbank? Oh, das wollte ich auch noch fertig machen. Habe ich noch keine Werkbank? Eieieiei. So, jetzt machen wir das hier erstmal fertig, damit es nicht die ganze Zeit jedes Mal triggert. So, so wird es jetzt auch, auch wenn es jetzt schon fast am Ende von dem Video ist, aber so wird es jetzt auch die ganze Zeit laufen. Eine Folge LS an den Aufnahmetagen und eine Folge ARK, dass einfach ein bisschen Abwechslung reinkommt. Genau, und wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das so haben möchtet. Ist überhaupt kein Thema. Aber so ist es jetzt erst einmal von meiner Seite aus geplant. So, okay. Hier kommt auch noch eins hin, damit es vervollständigt ist. Geht gar nicht. Okay. Gut, dann kommt das wieder in den Ding rein. So, und dann bauen wir eine Werkbank. Alter, das ist ja schäbig. Ich habe ja noch eine Werkbank. Zap, rein mit dir, rein mit dir. Die Blueprints kommen hier rein. So, und schon habe ich wieder Platz. So, eine Werkbank. Benötigt das Land. Die stellen wir hier hin, direkt unter das Fenster. Dann bekommen wir Tageslicht. Läuft. So, das braucht noch 4 Minuten. Okay. Dann, was brauchen wir noch? Salz weiß ich nicht, wo es liegt. Da können wir auf jeden Fall nochmal 2 bauen, falls das nicht reicht. Ja. Ja. 39 Holz. Witzig. Da ist nix. Jo. Okay. Dann, wie gesagt, halt. Wir können ja schon mal die Knifte zusammenschustern. Waffen. Schusswaffen. Ich dachte, da kommt jetzt ein anderer raus, aber das ist bei den Blueprints wahrscheinlich nur. Ah, schauen wir mal. 100. Was haben wir da? Schießpulver. Schießpulver. Holzkohle und Zündpulver.
Ja, da legst du dich nieder, ehrlich gesagt, ne? Holzkohle haben wir, Zündpulver haben wir auch. Dann gib ihm. Ab dafür. Feuerstein. Da war was. Da war was. So, zapp, zapp, dann stell das auch wieder her. Sehr schön. Gut. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen quasi parat, quasi alles herrichten, weil wir dann auf eine längere Entdeckungsreise gehen, auf jeden Fall. Wir müssen hier komplett vor. Und ich würde das, anders gesagt, ich würde das sehr, sehr ungern nur mit meinen Moshops machen. Das fände ich jetzt nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, okay. So, also, dann in diesem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen weiter craften, ein bisschen Mats ran farmen, mal rausfinden, wo hier was liegt oder ist auf Lost Island. Vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr reingeschaut habt. Danke, danke, danke an alle, die dabei sind. Vergesst nicht, morgen Abend spätestens 20:30 Uhr Stream. Würde mich freuen. Und bis dahin, man sieht sich. Der Hübi ist raus. Macht es gut. Ciao, ciao.